Grüß euch Gott, ihr Lieben. Nein, 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 es ist nichts Schlimmes passiert, es ist nur folgendermaßen. Der Wolfgang fühlt sich heute nicht so ganz auf der Höhe und hat mich gebeten, euch ganz lieb zu grüßen und ein bisschen für ihn einzuspringen. Er hat auch schon wieder angefangen, Hühnerbrühe zu trinken, also ich denke mal, nächste Woche ist er bestimmt wieder da. Ja, ich habe halt immer zu ihm gesagt, Wolfi, habe ich gesagt, also Wolfi nenne ich ihn so von früher, das ist eine private Sache. Wolfi, du brauchst einmal eine Pause, habe ich gesagt. Also du brauchst einen Urlaub, fahr mal weg, fahr mein Priestergenesungswerk weg. Nix. Naja, aber er will auch gar nicht, dass ich jetzt hier so viel über ihn spreche, denke ich mal. Ich soll hier über mich sprechen, ich soll hier über meine Sünden sprechen. Ja. Das ist aber furchtbar langweilig. Weil ehrlich gesagt weiß ich darüber gar nichts. Und ich würde sagen, da ist unser Wolfgang eher der Spezialist. Wobei, das ist jetzt gemein. Also, ich denke halt, was uns alle so interessiert, das ist der Mensch Wolfgang hinter der Fassade. Und darüber hätte ich eine Menge mitzuteilen. Hallo? Ich denke halt immer, es ist wahnsinnig schade, dass unser Wolfgang der Frauenwelt so ganz abhanden gekommen ist. Also meistens jedenfalls. Ja, also. Ja, also mit mir hat er mal eine rühmliche Ausnahme gemacht. Wobei danach hat er mich auch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das muss man schon auch sagen. Und jetzt macht er so einen auf eifersüchtig. Jo. Ist halt typisch Mann. Schaut es halt bei ihm unter der Soutane auch nicht anders aus als bei anderen Männern. Wobei, ich muss sagen, ich kenne eigentlich niemanden, der seine Triebe so gut im Griff hat wie unser Wolfgang. Ja, bei dem ist jeden Abend um 23 Uhr das Licht aus, egal ob es stürmt oder schneit. Ja, jetzt habe ich mich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, Wolfgang, also, das war jetzt nicht bös gemeint, sei mir nicht bös. Wir wünschen dir an dieser Stelle alle eine gute Besserung, dass du bald wieder gesund bist und auf dem Dampfer. Vierte Nachricht, Servus. So, wo macht man das jetzt aus?